Du bist auf der Suche nach dem ultimativen Anwärter in Assassin's Creed Valhalla? Dann bist du hier ganz genau richtig. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von Arem Charles. Ich begrüße euch zurück in Assassin's Creed Valhalla. Und zwar befasse ich mich in diesem Tutorial rein mit Fischen und zwar auch mit allen Fischen. Also im Anschluss an den allgemeinen Guide gibt es dann eben diese ganzen Fische, die es zu fischen gibt. Aber beginnen wir zuerst mal in der Siedlung. Wenn ihr die Siedlung ausgebaut habt, das könnt ihr eigentlich relativ schnell am Anfang schon machen, relativ früh, dann könnt ihr hier die Fischerei, also die Anglerei, freischalten. Da steht dann dieser Junge und hier, das darf man nicht vernachlässigen, Fischen an sich, denn man kann hier bei ihm bestimmte Aufgaben machen und zwar Sachen abgeben. Das heißt, man geht hier auf, ich habe dir etwas mitgebracht und hier sehen wir dann verschiedene Lieferungen, die wir abliefern können. Wie bekommt ihr auch extra Lieferungen? Und zwar hier geht zu den Händlern, ganz wichtig, die Händler in der freien Welt, hier gibt es ganz verschiedene. Ich bin mittlerweile soweit, ich habe alles abgegrast, ich habe so ziemlich alles gekauft, was es geht, was Lieferungen betrifft. Und das sieht dann so aus, man sieht eben hier zum Beispiel, hier könnte ich schon welche abgeben, hier habe ich 5 Stück, in klein sieht man zum Beispiel, hier braucht man allmittelgroß, eben Flussbarsch klein, das heißt es gibt 3 verschiedene Größen, es gibt klein, mittel und groß. Und wenn man alles hat, so wie hier zum Beispiel, ich hätte hier einen Flussbarsch groß, dann hier Flusswels mittelgroß 3 Stück, dann bekomme ich als Belohnung das hier. Das heißt also, ich kann das einfach ausliefern. Hast du den gefangen? Wenn ich fertig bin, bekomme ich das dann als Belohnung eben ausgeliefert in mein Inventar hinein. Und hier seht ihr, da gibt es sehr, sehr viele Sachen eigentlich. Ja, also hier könnt ihr euch wirklich auch Mats holen, Tattoos holen und so weiter. Und ja, wenn alle Stricke reißen, was könnt ihr noch damit machen? Natürlich die Dinger verkaufen. Die könnt ihr dann bei einem Händler einfach verkaufen. Ich werde mal hier zu unserem Händler laufen. Und zwar hier, wenn man sieht, wenn ich zum Händler gehe und ich sage, ich spreche hier mit der Dame. Zeigst du mir deine Waren? Dann kann ich natürlich unterverkaufen, auch meine ganzen Fische verkaufen, wenn ich Lust habe. Ja. Also hier seht ihr dann so eine Seeforelle klein 8. Eine große 32, hier hätte ich 6 Stück zum Beispiel im Besitz. Die gehen also recht gut. Saibling, der große 33, Rotbarsch 31, hier der Lachs groß 29. Also die gehen dann auch relativ gut weg. Das könnt ihr alles dann verkaufen, eben beim Händler. Ja, kann man eben auch wunderbar verkaufen. Ja, Scholle und so weiter. Ihr seht, ich habe eine Menge Fische. Ja. Also es sind wirklich eine Menge Fische in diesem Spiel. Jetzt sehen wir uns natürlich an, wie funktioniert Fischen allgemein. Und so, sobald ihr das freigeschaltet habt, und zwar die Fischerei, dann bekommt ihr bei euch im Kreuzmenü hier eine Angelschnur dazu. Die könnt ihr einfach auswählen. Dann nimmt sie sich in der Hand oder eher, es kommt auf den Charakter an. Und dann könnt ihr mit Odins Blick hier mal reinschauen, wo die Fische sind. Ja, also hier springt schon mal großer. Ihr werft hier ein. Und hier kann man auch zwischendurch immer kontrollieren. Ja, man sieht, der schwimmt schon mal hin, das ist schon mal recht gut. Wenn er beißt, dann einfach anschlagen. Ja, hier mit RT, ich spiele es mit einem Xbox Controller, spiele es auf PC, aber trotzdem mit Controller. Jo, er beißt, das heißt einfach anschlagen und dann rausziehen. Man sieht auch, wenn die Spannung zu hoch wird an der Schnur, dann wird sie so rot, orange, wie man sieht. Ja, das heißt, hier könnt ihr dann ein bisschen nachlassen oder weniger ihn ziehen. Ihr könnt ihn auch noch ein bisschen lenken. Wenn die Schnur dann wieder abnimmt, dann könnt ihr ihn einfach einholen. Ja, also hier, probiert es einfach, hier bekommt ihr dann eigentlich den Dreh raus. Es gibt natürlich auch, wenn sie reißt dann irgendwann mal, vor allem bei den größeren Fischen, man sieht es auch hier, sie wird halt jetzt schon ein bisschen rot. Das heißt, hier muss man dann ein bisschen sachter arbeiten. Darf man nicht mehr so schnell einholen, also seid geduldig auch am Ende. Ja, und dann passt es natürlich, jo, sieht man. Und hier haben wir uns jetzt schon mal eine schicke Forelle rausgeholt, glaube ich. Was war das? Seeforelle groß, genau. Und die kann man dann natürlich auch verkaufen. Wo sind die Fische? Das blende ich euch jetzt nach der Reihe ein. Alle 19 Stück. Die braucht ihr auch für die Trophäen. Ich sehe sie leider am PC nicht. Ich hoffe, das wird bald gefixt. Ja, also ich hoffe mal, dass hier bald ein Fix kommt. Also, aber hier weiß ich, ihr braucht auch diese ganzen Fische eben für diese Trophäen. Jo, somit ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich um Kommentare, Like, Abo natürlich wie immer freuen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.
Hier gibt's viele hungrige Fische. Das Wasser sprudelt, so viele Fische sind hier. Sieh an, so viel leckerer Fisch.
Hier gibt's viele hungrige Fische. Das Wasser sprudelt, so viele Fische sind hier. Das Wasser sprudelt, so viele Fische sind hier.